Herzlich willkommen bei den Hartmanns. Und bei dem Düring. Heute gibt es noch mal einen Vlog. Genau, wir vloggen mal. Na gut, das ist ja eigentlich unsere Aufgabe zu vloggen, ne? Als Familienkanal. Ne? Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Nee, man vloggt doch, ne? Also wenn man vloggt, vloggt man, meine ich. Den lieben haben wir heute, Carsten? Heute ist der 23. Müsstest du doch eigentlich ganz genau wissen. Ja. Schließlich hast du in 2 Tagen Geburtstag. Also, naja, gut. Das wie hältst du überhaupt die Kamera, Carsten? Wie halte ich denn die? Du hast gerade auf die Uhr geguckt, dass die Kamera erstmal auf dem Boden gehalten. Ja, es war ja wichtig. Du wolltest ja wissen, wie spät es ist. Nee, was für ein Tag ist. Ja, ich habe zwar Geburtstag, aber das wird ja ein Geburtstag hier in Quarantäne und der wird ja bestimmt irgendwie nicht. Also es kommen keine 1000 Gäste, sag ich mal, ne? Kommen eh nie. Also so, wie sonst? Sonst jeden Geburtstag Minimum 1000 Gäste. Also in meinem Traum immer, die Nacht vor dem Geburtstag, ne? Also komm, du bist doch gar keiner, der groß hier Besuch haben will. Du bist doch froh, wenn keiner kommt. Nee, so ist das ja auch nicht. Meine Freunde mag ich ja schon gerne und Familie, dass sie kommen. Aber so jeder braucht ja auch nicht mal kommen. Nee, wie auch immer. Ja, hier sitzt der Carsten, guckt hier an, weil die dummen Videos auf seinem PC. Keine dummen, gute. Lacht sich die ganze Zeit schlapp. Ja. Ein bisschen Ablenkung mal in dem tristen Alltag hier. Genau, natürlich. Wir haben nämlich jetzt eben mal hier die neuen Zahlen von Infizierten hier in Spanien uns angeguckt. Wir haben 33.089 Infizierte und haltet euch fest, 2.182 Verstorbene. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Also diese Todesrate macht mir echt schon Sorgen, weil in Deutschland sind ja glaube ich nur 100 Tote. Ja, 111 Tote. Gegenüber wie viel? 2.182. Also sind ja mal über 2.000 Tote mehr in der gleichen Zeit. Das ist ja schon beängstigend, ne? Sag ich mal so. Ja. So, ich muss mal die Hand wechseln, ne? Wird zu schwer, das Riesentelefon. Das Riesentelefon, ja. Ja, also Carsten wird jetzt hier weiter noch ein bisschen was am Computer machen. Ich gehe jetzt mal runter. Wir haben schon schon gleich Mittag. Wir haben morgen Frühstück leer, sitzen hier im Zimmer. Soll eigentlich ihre Schularbeiten machen, aber wir wollen die gerade quatschen. Telefoniert mit einer Freundin. Dann gehen wir jetzt gleich mal rüber. Ja, und ich würde sie gleich mal essen machen und sonst passiert in den Kasten. Zeigen wir mal, wie es draußen heute aussieht. Ja, guckt mal. Es regnet. Das ist ja noch nicht so schön, ne? Aber ich freue mich. Wie hat man noch nie? Natürlich hat man schon Regen. Aber so, wir haben jeden Tag jetzt Regen. Da also hier ist im Moment passend zum Virus, ne? Schlechtes Wetter. Müssen wir uns drin die Zeit vertreiben, aber kriegen wir schön. Wird ja wieder schöner irgendwann. Aber wir brauchen ja dringend Wasser hier. Genau, genau. Von daher ist gut. Wenn es so weitergeht, müssen wir bald noch den Kamin anschmeißen. Jetzt gehen wir mal bei der Irren gucken. Und dann gibt es nachher, sehen wir uns bestimmt beim Futter wieder. Aber wir gehen jetzt erstmal zu der Irren, ne? Ja. Hier, da sitzt die Irre. Guckt euch das mal an. Ich bin mit der Kram am Lernen. Ja, die helfen mir meinen Aufgaben. Als ob die Kram dir helfen. Kann mir ein Bier oder? Hola, Kram. Hola. ¿Qué estamos haciendo? Ich glaube, die reden mal dummes Zeug. Ja, ja. Warum versteckst du dich? Die ist inkognito. Ach so, die ist heute inkognito. Aber guck mal, die hat schon ihr Zimmer aufgeräumt. Ja, ja. Sag mal. Oh, guck mal. Carsten, du musst auch unten zeigen. Also der Carsten muss das auch lernen. Na, aber das Regal würde ich mal oben zeigen. Das wollen doch alle wissen. Ja, weil er leer ihr Bett gemacht hat. Nein. Ja, okay. Jetzt geht an Carsten. Was denn? Doch, mit dem Film musst du noch lernen. Gerne. Das sind wir. Von mir in unserem Home Look. Ja. Hallo. Der Pulli, der konnte mir auch noch passen. Was denn? Nehmen wir mit hier. Bibi, gerne wieder. Was denn? Hallo. Hallo, Carmen. Was willst du denn hier? Hallo, hörst du doch nicht? Die Carmen spricht auf Deutsch. Hallo, Carmen. Wie geht's dir, Carmen? Hallo. Hallo. Wo ist das? Wie geht's? Gut. Wir telefonieren schon seit 52 Minuten. Seit 52 Minuten macht ihr also jetzt hier Aufgaben, ne? Ja, genau. Naja. Okay, wir verlassen dich jetzt wieder. Das ist schön, verlass mich. Macht's gut. Tschüss. Leute. Sieh mal mich. Nein, Lea, deine Hand. Jetzt sieht man deine Hand, wie du an dem Bein. Aber nicht mein Gesicht, ne? Die Hand ist egal. Ich bin nämlich krank und deswegen darf man mich nicht sehen. Was hast du denn für eine Krankheit? Kopfkrank, richtig. Nee, hässlich. Ja, nicht geschminkt heute, ne, oder was? Ja, ich mach jetzt gar nichts mehr hier. Jetzt ist das Schlimmste passiert, was in einer Krise passieren kann. Make-up? Leer als Influencer ist das Make-up ausgegangen. Nein, ich habe noch Make-up, macht sich da mir keine Sorgen. Das heißt, ich kann sie nicht mehr spielen, ich kann sie nicht mehr für die Kamera. Vier Tuben. Vier. Ja, warum bist du umgeschmissen? Ja, weil ich keinen Bock hatte heute. Also eine faule Leer. Ich bin hier gerade du darfst es nicht aus dem TikTok machen, ich muss das schützen. Mama sagt immer, er hat schon erst genommen, was ich nehmen wollte. Wollen wir jetzt? Ja. Willst du wieder haben? Nee.
Das ist eine Farbe. Leute, die streiten sich jeden Mittag hier ums Essen, als ob wir hier kein genug Essen hätten. So läuft das. Bald hier. Ist es soweit. Ja, aber noch haben wir genug Essen. Also noch dürfen wir so viel essen, wie wir wollen. Ja, aber es ist das komisch, die will immer genau das Schnitzel, was ich mir ausgesucht habe. Ja, und dann hast du immer genau das Schnitzel, was ich möchte. Irgendwie haben wir so einen Schnitzel den gleichen Geschmack. Yes, baby! So, Freunde der Nacht. Du sagst immer Freunde der Nacht, aber das weißt du, kannst du gar nicht wissen. Auf der Unterwelt. Babychen? Ja. Kommst du? Ja. Super. Wir bringen deine Zitrone. Das ist schön. Bei mir gibt es Kartoffeln. Wirklich? Ja. Kartoffelpüree. Zitrone. Du kannst den Deckel auf euren Püree machen, Schatz. Sonst wird er kalt. Na logisch. Bei mir gibt es Kartoffeln. Jede Menge mit Quark. So. Aber ich muss noch mal nach den anderen Schnitzeln gucken. Dann könnt ihr schon mal anfangen. Ja, ich fange schon an, ne? Total flüssig. Yay! Was wird? Kannst du ja nicht in die Kamera so oder kann? Lea, möchte ich nicht mal zeigen? Kann man das Musical in deiner Lehre da veröffentlichen in unserem Video? Könnt ihr gerne machen. Unbedingt. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Cool, ja. Später im TikTok sehen, wenn wir im Anschluss dreimal. Ich würde sagen, wir essen jetzt mal und dann melden wir uns, wenn alles gut läuft, später nochmal. Was hast du denn gemacht? Oh, Carsten, Müllbeutel sparen. Ich wollte, der hat den Müll hier mit reingekippt da und dann ist hier die Hälfte rausgefallen. Lea hat hier so ein blödes Granuladen alles drin. Kannst du Staubsauger noch holen? Ach, du ahnst es ja nicht. Carsten, guck mal, der Aroma, wie weiß der ist. Hat aufgehört zu regnen. Jawohl. Ja, da liegt oben ganz schön Schnee, ne? Hm, wir haben 13 Grad, jetzt überleg mal. Wir können uns überlegen, ob wir den Ofen anmachen. Wir haben März, den ganzen Dezember, Januar, Februar haben wir keinen Ofen gebraucht, haben wir in der Sonne draußen gelegen und jetzt im März können wir wahrscheinlich einen Ofen anschmeißen. Also gerade in Deutschland im Fernsehen, in den Nachrichten habe ich gesehen, dass in Teilen von Deutschland minus 9 und 10 und 12 Grad heute Nacht werden sollen. Das ist ja schon bei 13 Grad und das Internet ist so bescheiden. Ich habe jetzt bestimmt eine Stunde gebraucht, um ihre Schularbeiten hochzuladen da. Okay. Die Schnauze sowas von voll. Wir konnten heute schon wieder eine Live gehen bei Instagram. Ja, Nerven liegen blank jetzt schon, ne? Da habe ich gerade gehört, in den Nachrichten Deutschland haben sie gesagt, bei solchen Sachen, wenn man so aufeinander sitzt, 24 Stunden, muss zu Hause bleiben. Warum fühlst du eigentlich mich immer? Komm doch mal rein und dreh und zeig dich doch mal. Komm, Carsten, setz dich hin, ich muss den Staubsauger holen. So, was haben wir jetzt gesagt? Wo war ich stehen geblieben? Ja, keine Ahnung. Was oh, du hast ja einen tiefen Sitz. Alter Falter. Ja, du kannst ihn ja ein bisschen höher machen. Ja, und jetzt eine Wärmflasche habe ich mir gemacht, weil mich vorher so kalt jetzt ist. Jetzt sieht man dich ja nicht mehr. Aber wir waren gerade stehen geblieben, wir haben doch gerade irgendwas erzählt. Irgendwas von irgendwem da gegenseitig umbringen. Ach so, ja, das genau das wollte ich sagen. Also, ich muss nicht meine ganzen Ordner hier zeigen. Ach so, ja, sagt sie. Zeigt ihr euch Idee. Also, die haben gesagt, dass wenn man so aufeinander hängt die ganze Zeit, dass man dann quasi. Was wollt ihr jetzt sagen? Keine Ahnung. Warum versteckst du dich? Komm da ins Bild. Ja, du hast mich die ganze Zeit gefilmt. Okay, also ich wollte sagen, dass die Nachrichten gerade sagt, wenn man jetzt auseinanderhängt, so Sondersituation wie Quarantäne, dass die häusliche Gewalt total steigt. Also das heißt, die häusliche Gewalt geht total hoch. Das sollte uns mal zu denken geben. Ich habe auch schon überlegt, dich mal zwischendurch zu verkloppen. Siehst du, da geht schon los. Haben die Nachrichten wieder recht. Die Leute sagen, wir Nachrichten lügen, aber es geht direkt schon los. Also wenn ich die Tage ein blaues Auge habe, Nasenbluten oder die Zähne fehlen, Panne, dann wisst ihr, was hier los ist. Ne? Lea, was macht die eigentlich? Die sitzt jetzt wieder vom Fernsehen. Ne? Na klar, puzzelt da oben die ganze Zeit. Der Tag ist so schnell irgendwie rumgegangen wieder, Carsten. Ja. Erzähl mal, hast du alles gemacht? Ach, ich habe viel am Computer gearbeitet heute. Viel mehr habe ich heute gar nicht gemacht. Und du?
Warst fleißig, ne, im Haus, ne? Wie immer. Ich habe heute einen Schrank aussortiert. Okay. Gekocht, für euer leibliches Wohl gesorgt. Und ja, du warst fleißig heute. Wenn man am PC sitzt, ist man nie fleißig. Das ist alles nur Gammelei, sagt man immer. Aha. Aber heute Abend werde ich wirklich Gammel. Heute Abend lege ich mich auf den Couch vom Fernseher. Ja. Ja. Gibt ein bisschen Fernsehen. Das wäre auch mal. Ja, wir können jetzt gleich erstmal Holz reinschleppen und dann würde ich sagen, machen wir den Ofen an. Ist ja Winter hier. Ja, wenn du willst. Ja, kalt ist ja wirklich. Ja, krass. Und dann auf geht's. Einer saugt und einer holt Holz. Ja, alles klar. Lea, komm mal. So, ich bin jetzt auf dem Weg, draußen Holz zu holen. Ich wollte euch mal heute unseren Ausblick zeigen bei miesem Wetter oder kurz nach dem Regen. Obwohl nach dem Regen ist die Sicht ja immer sehr klar. Wir haben jetzt 19.30 Uhr. So, und ich will jetzt mal erst Holz reinschaffen. So, ich mache mir jetzt auf dem Sofa ein bisschen gemütlich, ne, würde ich mal sagen. Bisschen mal gucken, was in der Glotze so läuft. Oh, wo warst du denn? Ja, ich habe heute überpackt. Ach! Eine Lebensmittelkiste. Oh, willst du Ofen anmachen? Ja. So, unsere Süße macht jetzt Feuer an hier. Mal gucken, was das wird. Wir haben heute viel Holz da gehabt. Die macht das jetzt schön warm. So, das Feuer brennt. Ja, schön warm. Wird immer wärmer. Läuft gut. Carsten nascht wie immer Kekse. Muss sein. Ja. Ja, und wir werden jetzt gleich einfach ein bisschen Fernsehen gucken. Lea ist in ihrem Zimmer, die guckt ihr Berlin Tag und Nacht. Und was kommt hier, Carsten? Was ist das? Keine Ahnung, weiß nicht. Perfekte Promenade, jetzt gibt's gut bei Deutschland. Ach so, du hast mir schon mal angemacht. Ja, also Lea ist in ihrem Zimmer oben und telefoniert mit Carmen und guckt da ihre Sendung. Ich werde jetzt gleich auch bestimmt nochmal runterkommen. Ja, wir machen uns jetzt hier gemütlich. Carsten hat sich schon Jogginghose angezogen, ne? Ja, am Look. Ja, dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Genau. So, was machst du denn hier? Zähnchen putzen? Ja, ab ins Bett, oh Carsten. Was denn? Haben wir gar keine Ruhe jetzt mal hier ohne Kamera. Nee, eigentlich wollte ich fragen, wenn du auf der Toilette sitzt, weil ich dachte mir, also, warte mal noch mal mit ein bisschen. Du spinnst doch. Das stimmt. Ich mach mir jetzt Bett fertig. Ja. Wir haben schon 11:30 jetzt und die Mutti muss ins Bett. Ich putz mir jetzt brav meine Zähne, wenn der Carsten mich lässt. Ja, mache ich. Dann schminke ich mich ab. Übrigens, mit Babyfeuchttüchern, weil bei uns hier schon seit über 2 Wochen keine Abschminktücher mehr im Supermarkt gibt. Du hast das im Reingehalten, dass wenn du irgendwie Werbung machst und einen Link da drunter hast, verdienst du das Geld. Wir kriegen da nichts für, nee, Freunde. Ne? Vor allem sind ja auch spanische. Ja. Und ja, gibt keine Abschminktücher mehr, aber Lea benutzt schon öfter so Babyfeuchttücher. Okay. Ja, ich möchte mich jetzt fertig machen. Ja, dann mach dich fertig. Wenn du noch auf Toilette musst, rufst du, komm ich nochmal rein. Okay, und ansonsten, ich gehe jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken und gehe dann auch ins Bett. Und du musst ein bisschen leider sprechen, unser Kind schläft schon. Ich muss ein bisschen, also ich gehe noch Fernsehen gucken ein bisschen. Ja, und jetzt kannst du dein Video noch beenden. Jetzt beende ich das Video, ja. Also wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video mal einen ganz dicken Daumen nach oben. Kann auch ein dünner sein, ist uns egal, wir nehmen jeden Daumen. Schreibt in die Kommentare. Richtig, abonniert ganz wie und drückt die Glocke, ne? Was denn? Ja, ja, nix, das war's. Okay, das war's. Bis zum nächsten Video, macht's gut. Tschüss. Ciao.